Hallo und willkommen zurück zu SnowRunner. Ja, wir haben in der letzten Folge den hier versucht zu reparieren. Das hat nicht so geklappt. Da fehlen uns noch ein paar Teile. Nichtsdestotrotz würde ich mal... Warum kann man denn da hinfahren? Warum kann man hier? Was ist das hier so? Nichtsdestotrotz würde ich gerade mal rüberfahren nach... ach, das ist gar keine Straße. Nach Island Lake. Wenn ich schon hier unten bin. Und dann gucken wir einfach mal, was uns da erwartet. Und, ja, ich meine, da müssen wir ja auch hin, ne? Vielleicht können wir das eine oder andere schon freischalten. Warte mal, ne, fahren wir hier rechts, fahren wir hier rechts. Das hat mir in der letzten Folge nicht so gefallen, dass wir da so durch den Knatsch gefahren sind. Ja, Baum, weg. Hier komm ich. Oh, Baum sagt, du weg, hier stehe ich. Jo, ist das tief, ey. Gerne, wie die Räder stehen. Achso, einfach geradeaus. Okay. Und dann auf. Komm. Dann halt so, ne? Wenn es anders nicht geht. Also die Pfütze, die ist schlecht. Die ist nix, die Pfütze. Die ist richtig bescheuert, ja. Ich würde da gerne eine Holzbrücke drüber bauen. Geht das? Nee, 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 nee. Da will ich auch nicht durch den Schlamm. Das Wasserloch, das hat mir schon wieder gereicht. So, jawohl, das hat funktioniert. Ja, da fahren wir mal nach Drummond Island. Nee, Island Lake. Island Lake fahren wir. Psch. Damit ich es ja nicht vergesse, 35 darf ich nur fahren. Nee, die Reise nach Island Lake, die machen wir doch. Oh. Okay. Wo fahren wir als erstes hin? Ich würde sagen, einfach mal nach oben. Ja, hier so rechts nach oben. Wir fahren einfach mal hier rechts hoch. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir hier kommen, was wir alles hier machen können, müssen, sollen, tun. Ich weiß, wir müssen einmal Holz hier rüberbringen. Das weiß ich. Oh, ich glaube, hier wird es richtig schwer. Boah, hier brauchen wir richtig Offroad-Monster. Oder halt erst nach Russland hier Teile für den Kollegen suchen. Aber ich weiß es halt nicht.
Aber den ersten haben wir schon mal. Das hat gut geklappt. Hier ist ja alles abgesoffen. Oh, Upgrade-Standort entdeckt. Neue Mission entdeckt. Jawohl. Hm, gucken wir doch mal. Upgrade. Oh, das liegt sogar vor uns. Das ist sogar vor uns. Kommen wir da irgendwo hin? Wir könnten uns hier ein bisschen durchmogeln eventuell. Mal gucken, ob es klappt. Oh, da vorne steht ein Truck. Oder was ist das? Da steht ein LKW. Steht ein Truck. Erstmal ganz kurz gucken, was es hier so gibt. Aus Haus im Sumpf. Steht ein Hänger. Ah, mehr sehen wir hier jetzt erst einmal nicht. Hier ist ein Tunnel. Da ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Ist auch ein Hänger. Hm. Ja, mehr sehen wir erstmal nicht. Ah, hier steht noch ein Auto. Okay, gut. Dann gucken wir erstmal, ob wir das Bauteil bekommen. Das Upgrade. Das liegt daran, weil hier Bäume drin liegen und ich glaube, da bleiben wir einfach dran hängen. Ne, das kannst du vergessen. Da ist der hier fehl am Platz. Da ist der nicht gemacht dafür. Warte mal, da müssen wir erst noch mal gucken. Was brauchen wir denn dafür? Workshop. Und der ist halt krass, ne? 75, können wir uns auch bald leisten. Ah, warte mal, jetzt habe ich hier... Ne, warte mal, Schnellstraße, Heavy Duty, schwer, Offroad. Was denn jetzt? Achso, das geht jetzt nicht mit der Tastatur. Okay, gut. Die sehen wir, auch wenn da Offroad dabei steht. Ich weiß nicht, diese. Oh, den haben wir geborgen. Der ist Offroad. Der ist Offroad. Müssen wir mal gucken, ey. Der ist auch Offroad. Achso, über DLC gesperrt. Okay, gesperrt, 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 gesperrt. Okay, dann kommen wir gesperrte. Den haben wir doch hier in der Werkstatt. Oh. Ne, haben wir nicht. Wie? Was? Was? Warte. Warte. Haben wir nicht einen Zig? Was ist das für ein Truck? Sehe ich jetzt nicht, ne? Haben wir den nicht schon? Aber anscheinend nicht, warte, ich glaube nicht, weil da kein Haken ist. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Ja, den haben wir. Ist ein Haken oben links. Schnellstraße, können wir verkaufen. Den haben wir. So, und jetzt, warte mal, ich muss da oben auf Offroad umschalten. So, Offroad.
der, ne? 200 Liter Tankvolumen. Mhm. Wo war er? Eigentlich ist der Offroad, aber... Ich weiß nicht, vielleicht noch nicht Offroad genug. Den Six Star, den haben wir. Das ist... Den haben wir nicht. Den Zig KZ, aber habe ich den nicht irgendwo, wo ich ihn reparieren oder retten soll oder rausziehen soll? Nein, den hatten wir. Wir haben ihn verkauft. Oh nein, wir hatten ihn und haben ihn verkauft. Ja. Die gehen doch auch überall durch, oder? Die hier, auch wenn sie schwer sind, aber der geht doch überall durch. Der ist groß genug hier. Der Derry Longhorn sollte überall durchgehen. Okay. Rang 20, krass. Hier, schwerer Kolob. Oh, jetzt stehen seine Reifen, sehe. Guck dich mal die Reifen an hier. Der geht doch überall durch. Oder der hier. Boah. Der, ach, DLC. Shit. Ah ne, aber er ist freigeschaltet. Muss ich ihn nur mal, finden, ne? Der hat nämlich 61er Schlammreifen drauf. Er hat richtig fette... Erforscht die Welt. Okay, also muss ich hier nach Russland sehr wahrscheinlich, um das... zu erforschen. Ne? Zeig mir den mal. Ja, ja, okay. Vorschau. Oh, Alter. Oh, ich glaube, der geht ein bisschen überall durch, du. Der strotzt vor Kraft. Oder? Also zumindest auf dem Bild sieht er aus, als hätte er mega viel Power. Okay. Dann lass uns den hier mal ja, einfach verkaufen, oder? Abstellen. Trucklager. Schnellstraße. Schnellstraße brauche ich eigentlich gar nicht, ey. Ja, dieser Bestseller unter den Frontlenkern kann sich auch nach vielen Jahren noch behaupten, sein Motor bringt genug Leistung auf, um jede erdenkliche Fracht auf, auf der Straße zu transportieren, solange sie asphaltiert ist. Ja, das ist... Wir haben nirgendwo Asphalt. Wir haben fast nirgends Asphalt. Ja, also es ist... Nee, warte mal, wir müssen da mal das Auto reparieren. Wo ist denn... Erstmal eins nach dem anderen. Werkzeuglieferung, repariere den Truck. Den da bitte verfolgen. Genau. So, ne? Ich würde hier den langen Weg nehmen. Den wir gefahren sind. Der hat sich hier gut geschlagen. Finde ich. Er hat sich hier gut geschlagen. Oder wir fahren da lang. Das ist nicht ganz so schlimm wie hier. Und vielleicht auch kürzer. Ja, lass uns bei Tims Haus vorbeifahren. Na, warte mal. Was müsste ich denn... Was war denn... Getriebe und Federung, das hat gefehlt. Alles andere war fertig. Okay, pass mal auf, dann machen wir was anderes. Bergen. Wir holen uns den nächsten Aufsatz. Den da. Den Serviceaufsatz. Reparaturteil, ja, die holen wir uns. So. Oh, da ändert er die Farbe. Das gefällt mir. Nur halt hier beim DLC nicht, ne? Aber ansonsten... Geilomat, ey. Da behält er die Farbe. Ja, sauber, machen wir. Das ist geil.
Ja, jetzt kommt er mir wie ein Servicefahrzeug vor. Jawohl. Oder geht es bei dem anderen vielleicht auch? Okay, ich wollte gerade sagen, ist das Licht schon wieder an oder aus? Was ist hier los mit dem Licht? Boah, geil. Oh, dass du die Aufsätze jetzt anpinseln kannst, das ist natürlich... Zucker ist das, ehrlich. Das ist geil, das gefällt mir. Macht das Ganze ein bisschen stimmiger. Wenn du jetzt noch die Blinklichtchen anmachen könntest... Geht das? Scheinwerfer L, Allrad, Differentialsperre, Motor, Schnellwinde. Ja, okay, nee. Nee, hier kommt schon der ganz andere Kram. Ah, das geht leider nicht. Okay. Nein, man kann nicht alles haben. Wisst ihr, was wir machen? Ich habe gerade überlegt, ob wir doch den langen Weg fahren, weil da hinten ist so ein Bäumchen, der sich ein bisschen dumm stellt, aber vielleicht kommen wir an dem doch noch gut vorbei. Und ich könnte ja mal in der Aufnahmepause gucken, wo wir den anderen Truck finden. Weil das wäre ja dann mal mega. Der sah richtig böse aus, ey. 8 Reifen. Boah, fett. Der hat es mir schon ein bisschen angetan, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser hüpft. Wir sind hier auf dem komischen Pfad wieder mal unterwegs. So, wie war das jetzt hier? Rechts an dem Ast vorbei. Ärgerlich, er hat nicht genügend Reparaturteile dabei. Super ärgerlich. Alter, krass. Ach das, ich dachte, was ist da? Was ist die Map zu Ende? Ich dachte, was ist da? Rot-Weiß ist in dem Busch, aber das ist Verbotszeichen, da ist die Map zu Ende. So, au. Das war der Motor. So, und irgendeiner von den Bäumen, die da jetzt kommen, die stellen sich doch dann immer so an, ne? Wir halten da mal einen immer fest, der da vorne ist, glaube ich. Weil ich jetzt hier gleich so in die Schieflage komme. Ja, ja. Oh, LKW müde. LKW müde. LKW legt sich schlafen.
Wollte wieder haben. Ich bezweifle es aber. Vielleicht. Ja, da komme ich so nicht mehr raus. Das heißt, wir bergen die ganze Geschichte, sagen Werkzeug verlassen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, schön, dass ihr da wart. Und ja, wir fahren jetzt andersrum. Wir fahren andersrum. Ich versuche in Zukunft da oben nicht mehr lang zu fahren. Das ist einfach, also zumindest mit diesem großen Teil, es ist einfach zu steil. Nun denn, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund und gebt euch mit netten Menschen. Haut rein.